hat Ruben Baraja gefordert, der Trainer von Sporting Gijón, vor dem Rückspiel der La Liga Playoffs. Das Halbfinale gegen Real Valladolid, die das Hinspiel mit 3:1 in Soria haben gewinnen können. Und die Gäste in den violetten Trikots, auch mit der ersten Möglichkeit. Der 33-Tore-Mann, das ist Mata, Superball, aber nichts, das 1:0. Pablo Hervías scheitert am Torhüter Gijóns, an Diego Marinho. Ausgezeichneter Ball, und das muss eigentlich schon das 1:0 sein. Im Hinspiel hat er einmal getroffen, einmal vorgelegt. Hier scheitert Hervías. Viel in der Anfangsphase von Gijón, die natürlich etwas aufzuholen hatten. Sehr gute Möglichkeit, bleibt ungenutzt von Ruben Garcia. Diese müssen rein, wenn Sporting Gijón wirklich nochmal aufholen will. Sie brauchen zwei Tore und sie dürfen keines kassieren. Und dann würde es reichen für das Finale gegen Numancia. In der Folge dann aber defensiv sehr sorglos die Rojiblancos. Gehen hier einfach gar nicht richtig dran. Das ist Mitchell, gesund geworden. Im Hinspiel noch gefehlt für Jaime Mata. Und keiner ist bei dem, und dann macht er halt Saisontreffer 34. Wird im Sommer zu Getafe wechseln. Das sind die letzten Spiele für die alten Farben. Seit 2016 spielt er in Valladolid. Doppelt so viele Tore wie Sporting Gijóns Top-Torschütze Santos auf der anderen Seite. Das 1:0 für Valladolid, und spätestens jetzt war allen in Gijón klar, das wird richtig, richtig schwer. Aber die Rojiblancos weiter auf dem Weg nach vorne. Gute Ecke, Carmona, und dann die Möglichkeit, gar nicht leicht zu nehmen. Federico Barba, ehemaliger Stuttgarter, hat ein halbes Jahr für den VfB gespielt, ehe er zu Empoli zurückgekehrt ist. Gute halbe Stunde durch. Selbes Spiel, Gijón auf dem Weg nach vorne, ordentlich auf dem Weg nach hinten, überhaupt nicht dran. Und dann steht es 2:0, Oscar Plano. Er ist der 5. Saisontreffer für Plano, aber einer mitten ins Herz von Gijón. Die Stand jetzt 5 Tore bräuchten, um ins Finale einzuziehen. Eine Verlängerung ist damit ad acta gelegt. Wieder auf der linken Abwehrseite keiner, der sich für einen Zweikampf in Position bringt. Und selbiges gilt auch vor Oscar Plano, der kann einfach mal schießen. Und natürlich muss man auch über den Torhüter sprechen. Diego Marinho macht keine allzu gute Figur. So war das Spiel hier im Grunde schon entschieden. Gijón aber zumindest noch mit ein bisschen Herz. Das ist der angesprochene Santos. 17 Mal getroffen. Er macht das gut. Er war ohnehin besser als im Hinspiel, wo er überhaupt nicht in Szene war. Aber auch hier kommt er eben nicht zum Abschluss. Gijón aus dem Spiel raus, nach wie vor sehr harmlos, und mit zunehmender Dauer haben sie sich auch nichts mehr zugetraut, bekommen aber nochmal die Möglichkeit, vom Punkt ran zu dürfen. Vielleicht ja die Spielzeit mit einem guten Ergebnis zu Hause zumindest nochmal retten. Foulspiel gegen Santos, unstrittig, das war nicht sehr clever. Und jetzt darf Carlos Carmona vom Punkt ran, und er macht den Treffer. Und ist damit zweistellig in beiden relevanten Kategorien. 10 Tore, 10 Vorlagen für den 30-jährigen Carlos Carmona. Der Anschluss für Sporting Gijón. Recht viel mehr gab es aber nicht mehr. Gijón hat 3-4 Chancen noch vergeben. Und so kam es zum Schlusspfiff. Real Valladolid steht im Finale der La Liga 2 Playoffs. Trifft auf Numancia, Ruben Baraja und Gijón. Sie sind raus. Womöglich war das sein letztes Spiel. Er wird umworben von Malaga. Aber erst einmal feiern die Violetten. Pucela steht also im Endspiel der La Liga 2 Playoffs.